Die Kraft-Wärme-Kopplung ist eine umweltschonende und klimaschonende Form der Stromerzeugung. Das ist nämlich die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme. Man kann also Strom machen und die dabei anfallende Abwärme nutzen. Das ist eigentlich seit vielen Jahren bekannt und auch immer ein politisches Ziel gewesen, dass man die Kraft-Wärme-Kopplung ausbauen will. Im Gesetz, das noch aus der großen Zeit der Großen Koalition stammt, steht, dass 25% des deutschen Stroms, also eine ganze Menge, aus Kraft-Wärme-Kopplung stammen soll. Im Moment sind wir etwa bei 12%, also der Hälfte. Und die Bundesregierung hat zwar dieses gesetzliche Ziel, an das sie sich eigentlich halten muss, aber seit Schwarz-Gelb regiert, passiert in der Kraft-Wärme-Kopplung überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, das Energiekonzept vom letzten Jahr, das ja jetzt nach Fukushima der Kernschmelze anheimgefallen ist, da wird die Kraft-Wärme-Kopplung überhaupt nicht erwähnt. Es war jetzt nach Fukushima im Zuge der Diskussionen über die ganze Energiewende, sollte ein Eckpunktepapier zur Novelle des KWKG-Gesetzes vorgelegt werden. Auch da hat die Bundesregierung leider wieder nicht Wort gehalten. Dieses Eckpunktepapier liegt nicht vor. Wir haben heute hier mit den Verbänden uns getroffen, mit auch interessierten Menschen, die sich für die Kraft-Wärme-Kopplung engagieren, wie wir in dem Bereich vorankommen. Da sind neue, gute Initiativen entwickelt worden, um diese Klima- und umweltschonende Form der Stromerzeugung voranzubringen. Wir werden die Bundesregierung weiter unter Druck setzen. Wir freuen uns sehr, dass gerade aus dem Bundesrat, aus Baden-Württemberg, aus Nordrhein-Westfalen Impulse jetzt kommen und die Bundesregierung unter Druck setzen. Wir hoffen, dass wir vielleicht noch vor der Sommerpause eine Novellierung des Gesetzes hinbekommen. Spätestens dann aber im nächsten Jahr. Wir werden die Bundesregierung da nicht aus der Verantwortung lassen, denn es kann nicht sein, dass 20.000 Gigawatt wegfallende Atomkraftwerkskapazitäten dann durch Kohle ersetzt werden. Wir wollen, dass das zumindest teilweise dann auch durch Kraft-Wärme-Kopplung passiert.